Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Ich begrüße euch mal wieder hier in Tomodachi Live. Beim letzten Mal haben wir mit dem Spiel quasi gesehen angefangen und unsere Insel gegründet, unsere ersten Einwohner hier einziehen lassen, nämlich Hering und Schweizer. Und wie ihr unten hier eigentlich auf dem Bildschirm seht, da gibt es noch irgendwie ganz, ganz viel zu tun, erforderlich. Mindestens ein männlicher und ein weiblicher Bewohner, 5 Probleme gelöst. Achso, da steht auch überall dran, was man dafür tun muss. Mehr als 200 Euro Kapital, ein Objekt verschenkt beim Levelanstieg eines Bewohners, erforderlich Liebeserklärung durch einen Bewohner, okay. Erforderlich Bewohner heiraten, mindestens 10 Bewohner, 50 Probleme gelöst. Okay, alles klar. Das heißt, wir haben hier richtige Aufgaben, die wir im Endeffekt erfüllen müssen. Erforderlich, Street Pass aktiviert. Erforderlich, ein Reisender stellt auf der Insel sein Zelt auf. Oder ein Kind von der Insel wird auf Reisen geschickt. Aha, alles klar, interessant. Gut, ja, können wir uns nach und nach natürlich drum kümmern. Für den Moment möchte ich euch an der Stelle sagen, dass ich mich ein bisschen darum gekümmert habe, dass zumindest ein bisschen mehr los ist auf dieser Insel. Ich habe ein paar Leute hier einziehen lassen und die stelle ich euch jetzt nach und nach so ein ganz klein bisschen vor. Obwohl, das machen wir vielleicht am besten vom Rathaus aus. Wenn ich euch jetzt nämlich mal meine Freundesliste zeige. So, da sehen wir, dass wir einige sehr tolle Persönlichkeiten mittlerweile hier in diesem Dorf haben. Wie zum Beispiel den guten Obama, der Urlaub macht im Fischteich und das Geburtsdatum habe ich sogar recherchiert. Nur mal so, also falls ihr mal immer wissen wolltet, wann Obama Geburtstag hatte. Oder Geburtstag hat, am 4. August 1961. Ja, da ist er geboren und jetzt feiern wir an jedem 4. August irgendwie seinen Geburtstag. Und wenn ich mir Obama jetzt so angucke, beziehungsweise dann mal auf Bearbeiten gehe, dann seht ihr, dass ich da total fleißig war, da auch seinen Charakter quasi gesehen ausgewählt habe, wie ich denke, dass Obama ist. Und wenn wir uns das Ganze jetzt einfach mal so angucken, dann... Oh, dachte ich eigentlich, dass wir jetzt die Übersicht sehen würden. Also, was er so für ein Typ ist. Wo sehen wir das denn jetzt tatsächlich? Na gut, das gucke ich mir sonst gleich nochmal an. Persönlichkeit, ruhig, warmherzig. Ich dachte aber, dass wir uns die ganzen Texte dazu vielleicht nochmal irgendwie durchlesen könnten oder so. Na gut. Ansonsten, Gennendorf hat es auch in mein Dorf verschlagen, ja. Als sein Geburtsdatum habe ich übrigens den Release des allerersten The Legend of Zelda Spiels genommen. In Japan wohlgemerkt. 21. Februar 1986. Eine nüchterne, zielstrebige Person. Ich finde, das trifft es irgendwie ganz gut. Hering kennen wir. Jake Napier. Den Joker könnte man unter Umständen auch kennen. Sein Geburtsdatum ist übrigens das von Heath Ledger. Aber irgendein Geburtsdatum musste ich nehmen, mein Gott. Ein lebhafter Abenteurer-Typ. Dann ansonsten haben wir noch den guten Kim Jong-un. Der macht ebenfalls Urlaub auf dieser Insel hier. Ein ruhiger und gemächlicher Typ. Dann haben wir, und ganz prominenten Besuch natürlich von Lou und Schnubbi. Lou ist mehr so der kühle Geduldsengel und Schnubbi ist mehr so der lebhafte Abenteurer-Typ. Die beiden wohnen jetzt jedenfalls hier auf dieser Insel. Und jetzt versuchen wir einfach mal mit diesen Bewohnern so ganz klein bisschen Spaß zu haben. Und dann gucken wir mal, was die ganzen Leute momentan überhaupt so machen. So, aber zunächst einmal, bevor wir hier die ganzen neuen Bewohner und so weiter begutachten, da will ich natürlich erstmal wissen, wie es meinem Hering so geht. So, Hallöchen. Guten Tag. Jo, hi. Was hast du denn momentan für ein kleines Problem? Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du an den Herbst denkst? Was kommt mir als erstes in den Sinn, wenn ich an Herbst denke? Weder Essen noch Sport. Ja, würde ich jetzt einfach mal lesen sagen. Ich fange auch immer ganz viele neue Bücher an im Herbst. Es ist in der Tat so. Dafür bekomme ich 6 Euro. Super. Warum? Was zum Teufel? Ach so, weil wir jetzt irgendwas ganz Glorreiches geschafft haben oder so. Einmeldung. Nach langem Warten wurde nun endlich die Boutique auf Fischteich eröffnet. Im Laden gibt es jede Menge Kleidungsstücke, es werden verschiedene Stile wie nicht leer und formell abgedeckt. Wir freuen uns schon auf euren Besuch. Kim konnte sich bereits vor der Eröffnung im Laden umsehen. Begeistert kommentierte er.
Ich bin mir sicher, dass ab sofort viele neue Trends hier auf dieser Insel ihren Anfang nehmen werden. Der Laden bekommt jeden Tag neue Sachen rein, es lohnt sich also, öfter mal vorbeizuschauen. Danke fürs Zuschauen. Ja, und wenn der gute Kim das sagt, dass man in der Boutique ganz toll einkaufen kann, dann werden wir da bei Zeiten natürlich mal reinschauen. Oh Gott, das ist herrlich. Try ist hier, yay. Ich glaube, Try möchte uns irgendwas sagen, weil der ist total aufgeregt und so. So, was ist los, Try? Lass uns etwas spielen, Ebenbild von Hering. Okay, was möchtest du denn spielen? Zoom-Quiz. Welches Item wird dir stark vergrößert angezeigt? Wähle nur eine der drei Optionen. Das klingt vielleicht einfach, aber wirst du wirklich alle Items erkennen? Gut, das lass mal loslegen. Das erste Item. Was wird es wohl sein? Das ist eine gute Frage. Tonfigur, Glückskatze, Brummkreise. Für mich ist das gar nichts. Ich sag mal Glückskatze. Die richtige Antwort ist... Es war eine Glückskatze. Yay! Das zweite Item. Okay. Was wird es wohl sein? Das ist einfach nur ein gelbes Bild. Woher soll ich das wissen? Orangensaft, keine Ahnung. Die richtige Antwort ist... Es war ein Orangensaft. Ich bin ein Genie. Und das letzte Item. Okay. Was wird es wohl sein? Feuertopf, Grillfleisch... Weiß ich nicht, Grillfleisch. Die richtige Antwort ist... Es war ein Feuertopf. Oh, schade. Dubidub. Schade, schade. Aber das machen wir demnächst nochmal, ja. Okay. Schatz erhalten. Klopapierrolle. Warum? Sammle die Schätze der Insel. Oh Gott. Sieh dir im Rathaus das Album an, in dem deine Sammlung erfasst ist. Wenn das Pfandhaus öffnet, kannst du sie dort verkaufen. Sie bleiben dann trotzdem im Album. Try schenkt mir eine Klopapierrolle. Sollte ich mir Gedanken machen an der Stelle? Ich weiß nicht genau. Ich wäre so gern mit Joker befreundet. Okay, ich stell dich mal ihm vor. Weißt du, wie ich mich am besten geben soll, wenn ich mit ihm rede? Naja, sei am besten vor allem der Joker. Das ist so eine Sache. Also, ich würde in jedem Fall aufmerksam bleiben. Aufmerksam, ja, oder ja. Danke für den Tipp. Ich gehe sofort los und rede mit ihm. Na, ob das mal gut geht. Oh Gott. Ich würde aufpassen, Try. Es scheint aber noch einigermaßen zu funktionieren zwischen den beiden. Läuft. Es ist gut gelaufen. Yay! Dank dir konnten wir uns miteinander anfreunden. Vielen Dank. Na, also bitte. Wunderbar. So, und Try hat jetzt einen ganz tollen neuen Freund. Ein kleines Dankeschön. Den Joker. Und er schenkt mir noch dazu eine Einwegkamera. Das ist ja toll. Am schönsten finde ich es, wenn ich Leuten eine Freude machen kann. Try sieht so putzig aus, wenn er sich freut. Es ist so herrlich. Gut, ja, dann erfreue dich irgendwie an deinem Dasein, Try. Was war nochmal, wenn ich auf Editieren drücke? Ach so, da kann ich mir jetzt nochmal, ja, da könnte ich ihn prinzipiell nochmal ein bisschen modellieren, wenn ich darauf Lust hätte. Aber wir lassen es natürlich so, wie es ist, und Try freut sich jetzt so ein ganz klein bisschen in seinem kleinen kärglichen Zimmer. Try ist im Zimmer von Hering zu Besuch. Oh cool, Hering und Try sind hier. Was machen die beiden denn da gerade? Ding dong. Na, was macht ihr beiden so? Und wie ist das Wetter in deiner Welt? Ja, ist verdammt warm. In den meisten Sportarten bin ich eigentlich mehr oder weniger gut. Glatt gelogen. Okay. Ja, und Try darf ich jetzt hier nicht begutachten oder wie oder was? Es scheint fast so zu sein. Gut, dann will ich euch beiden Hübschen auch gar nicht an der Stelle stören.
Sondern stattdessen knöpfen wir uns jetzt. Njo! Njo! Ja, was Hering und Schwei halt so machen, wenn sie zusammen sind. Es ist sehr schön, gut. Ja, dann gucken wir uns jetzt mal die übrigen Bewohner dieser wunderbaren Insel an. Und schauen mal, Schnubbi ist am Glücksbrunnen, okay, das heißt, Schnubbi werden wir später mal sehen. Ansonsten können wir nochmal zu Lu gehen, die ein bisschen... Oh nee, Schnubbi ist gerade wieder zurückgekommen. Hi Schnubbi. Wow, oh, hat er sich erschrocken, der Kleine. Ich bin Schnubbi, ich handle oft aus einer Laune heraus. Ja, das ist der Schnubbi. Mal gucken, was Schnubbi so zu melden hatte. Ob ich morgen wohl weiter sein werde als heute? Weiter mit was? Mit deinen Let's Plays oder so? Ich weiß es nicht genau. Wir könnten Schnubbi mal was schenken. Wie wär's denn mit... Ich weiß nicht. Wir haben doch so viel. Komm Schnubbi, du nimmst jetzt mal eine Schokolade. Hier, bitteschön. Das fand er absolut lecker. Lust auf ein Spielchen? Och ja, klar. Pixel Quiz. Welches Item ist es wohl, das hier verpixelt angezeigt wird? Das klingt vielleicht einfacher, aber wirst du wirklich alle Items erkennen. Na gut. Das erste verpixelte Item. Was könnte es wohl sein? Das könnte alles Mögliche sein. Ich weiß es nicht. Ein Frühlingsröllchen, hätte ich jetzt gesagt. Und die Lösung ist... Nee. Es war eine Sanduhr. Oh, okay. Schade, schade. Aber das machen wir demnächst nochmal, ja? Oh, das geht immer nur weiter, wenn ich genau Bescheid weiß. Warum schenken die mir alle Klopapierrollen? Wollt ihr mir dann was sagen? Und da hat dann wieder etwas eröffnet. Try, was gibt's denn? Eilmeldung. Das Möbelhaus kam den Wünschen vieler Bewohner nach und feierte eine fulminante Eröffnung. Viele Bewohner finden es langweilig, jeden Tag in demselben alten Zimmer zubringen zu müssen. Diesen Bewohnern bietet das Möbelhaus eine große Auswahl an verschiedenen Inneneinrichtungen. Unseren Kunden wollen wir bei uns jede Art von Zimmergestaltung ermöglichen. Jeden Tag kommen neue Gestaltungsmöglichkeiten hinzu. Zuvor erworbene Einrichtungen bleiben ebenso erhalten. Danke fürs Zuschauen. Dann können wir endlich auch mal die Zimmer der anderen Leute so ein ganz klein wenig ausstaffieren. Das ist natürlich nett und schön, aber gut, okay. Wir gehen jetzt trotzdem erstmal noch zu den anderen Leuten. Ganondorf ist hier. Und... Ich hab nichts gesehen. Wirklich gar nichts. Okay, Ganondorf ist hier und freut sich. Gut, alles klar. Ja, Schnubbi läuft da rum, Lu freut sich auch. Na gut, wir gehen mal ganz kurz zu Lu. Und statten ihren kleinen Besuch ab. Ich heiße Lua. Ich halte mich eher für ziemlich zen. Okay, hi Lu. Emotionale Menschen faszinieren mich. Vielleicht, weil ich nie so sein könnte. okay, gut. So, ich gebe dir jetzt mal einen Orangensaft, Lu, und bitte. Das fand sie echt lecker. Lust auf ein Spielchen? Die wollen alle irgendwelche Spielchen mit mir spielen, okay. Karten, alte Jungfer. Zieht abwechselnd eine Karte. Wer zuerst ein Pärchen hat, gewinnt. Okay. Flup, 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 flup. Zieht bei beiden denselben Gesichtsausdruck. Ah! Yay! Das war einfach. Glückwunsch. Danke. Such dir einen aus. Das wird dann dein Preis. Okay. Nein, in den meisten Fällen ist es ja so, man soll irgendwie nicht gierig sein. Ich wette, mit einem kleinen Päckchen ist das Beste, oder? Ja, Goldohrringe. Okay, alles klar. Danke, Lu. Jo, das ist schön. Und jetzt, tschüss und so. Viel Spaß noch in deinen eigenen vier Wänden. Okay. So, direkt neben Lu wohnt übrigens der Joker, aber der ist gerade bei Try zu Besuch.
Und die beiden machen komische Dinge. Ich will es nicht genau wissen. Gut. Ja, Obama ist hier. Yay, Obama. Wuhu, Obama. Ja, der gute Obama. Mann.